Hier präsentieren wir die 5 besten Babyphone mit Kameratest. Lasst uns mit der Liste beginnen. Beginn unserer Liste unter Nummer 5. Beim Kauf des Xsurka XC305 Babyphones bekommst du ein Video-Babyphone mit vielen gängigen Funktionen zum kleinen Preis. Dieses Modell muss sich auch in Sachen Akkulaufzeit und Reichweite wirklich nicht vor teureren Babyphones verstecken. Auf den Luxus eines großen Bildschirms oder eines Nachtlichts musst du dabei allerdings verzichten. Das Xsurka XC305 Video-Babyphone lässt sich neben dem normalen Modus auch im Fox-Modus betreiben. In diesem Modus hält der Akku des Geräts länger. Mit der Reichweite dieses Modells sind die meisten Käufer zufrieden und empfinden sie als ausreichend. Bei Nummer 4, dieses Babyphone mit Kamera bietet nicht nur wichtige Funktionen und einen nützlichen Fox-Modus. Das Luvion 88 Essential Babyphone setzt auf ein schlichtes Design und eine einfache Bedienung ohne komplizierte Funktionen und zu viele Einstellungsoptionen. Es ist also kaum verwunderlich, dass das Luvion 88 Essential Babyphone den größten Teil der Produktbesitzer überzeugt. Dieses Babyphone-Modell bietet eine Reichweite von bis zu 250 Meter. Diese Weite wird im Haus durch die Zimmeranordnung bzw. durch die Beschaffenheit der Wände weiterhin eingeschränkt. Dass sich eine Reichweite von 200-300 Meter allerdings bei Babyphones etabliert hat, sollte sie für die meisten Haushalte ausreichen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Die Hälfte unserer Liste auf Platz 3, das Audioline Watch und Care V130 ist ein Video-Babyphone der Mittelklasse, das vergleichsweise viele Funktionen für seine Preisklasse liefert. Ein besonderes Merkmal ist die Eignung für den Betrieb mit 2 Kameras. Das Gerät eignet sich also ebenfalls, sollten Sie 2 Babys im Haushalt haben. Hier erfahren Sie nicht nur, wie unsere Redaktion das Audioline Watch und Care V130 bewertet hat, sondern können sich einen effektiven Überblick über die Stärken und Schwächen des Geräts machen. Zudem haben wir die Bewertungen von Produktbesitzern bereits für Sie ausgewertet und zusammengefasst. Kurz vor unserer Liste auf Platz 2, das Philips Avent SCD620-26 Video Babyphone ist ein Modell eines renommierten Herstellers von Elektrogeräten. Es bietet einen Eco-Modus und eine ausreichende Akkulaufzeit sowie Reichweite, verzichtet allerdings weitestgehend auf Extras. Der Eco-Modus dieses Modells verringert den Energieverbrauch und die Strahlung des Babyphones. Der Bildschirm schaltet sich erst an, wenn ein Geräusch aus dem Kinderzimmer eine bestimmte Lautstärke erreicht. Außerdem besteht keine dauerhafte Verbindung von Sender- und Empfängereinheit. Und kommen in eins unserer Liste. Das Nook überzeugt insbesondere durch seinen durchdachten Eco-Modus, der das Gerät lange und bedenkenlos einsetzbar macht. Die Funktionen sind alle sinnvoll und verschiedene individuelle Einstellungsmöglichkeiten erleichtern den Umgang mit dem Gerät. Das Nook 10.256.296 Video Babyphone bietet einen Betrieb im Echo-Modus an. In diesem Modus besteht keine dauerhafte Verbindung von Sender und Empfänger. Die Kamera aktiviert sich, sobald im Kinderzimmer eine bestimmte Lautstärke erreicht wird. Dann stellt auch das Gerät wieder eine Verbindung her und auf der Elterneinheit ist die Videoaufnahme des Babys zu sehen. Für mehr Informationen überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke, dass Sie unser Video für mehr Aktualisierung abonnieren unseren Kanal.